So, Freunde, und da sind wir wieder zu Let's Play Gothic 1. Das letzte Mal sind wir drei Schritte weitergekommen, haben eine Menge Orkunde geplättet und uns an diesen Ork-Kämpfern versucht. Dreimal. Und weil das so gut geklappt hat letztes Mal, machen wir einfach weiter. Ja, genau. Kommt einfach alle vier. Ihr Wichser. Er hat jetzt seine Spruchrolle verbraucht, aber ist mir jetzt gerade mal echt wert. So. Haben wir schon mal einen ausgeschaltet. Wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen was vor, was ich eigentlich sonst nicht so gerne mache. Mit System. Und wir schauen mal, wie weit wir mit diesem komischen Zeug kommen. Ich halte davon ja wieder im echten Leben wenig. Ah, da! Ich hab euch doch nichts getan. Ich werde euch heute umbringen. Lass mich wieder in Ruhe. So, jetzt können wir wieder heimtückisch und feige von der Distanz aus. Bleibt da stehen. So. Bums. Er kommt auch angerannt. Der dritte auch. Super. Warum verschwendet mein Held die ganze Zeit irgendwelche Zaubersprüche? Dinge, die ich nicht verstehe. Kapitel 7. Hau zu. So. Boah. Echt? Boah. Das war unschön. Das hat sich lange, lange hingezogen. Und ich hoffe, das war's jetzt auch erstmal. Ich habe ja Angst, dass das noch nicht war. Und oh mein Gott, uns gehen die Zaubersprüche aus. Wir müssen uns demnächst dringend, dringend mit ein paar mehr Zauberspruchrollen ausstatten. Oder das Spiel zu spielen lernen. Einen von beidem. Ich speichere jetzt jedenfalls erst nochmal. Boah, das war echt gerade heftig. Ich bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Ich hätte das von Anfang an systematisch machen sollen. Aber naja. Es gibt ja schlimme Sachen. Ich habe übrigens keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ob da überhaupt irgendwas war. Ja, hier ist ein Lagerfeuer und hier ist Milton? Okay. Wir sehen uns. Und er redet nicht mit uns. Hat er nicht gesagt, er will ins alte Lager gehen? Wir haben Betten, das ist sehr, sehr praktisch, das ist gut zu wissen. 10 Erz. Wow, 10 Erz. Doch so viel. Aber hier. Eine verwitterte Axt und auch mal Heiltränke, 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 Heiltränke. Ich liebe ja Heiltränke. Gibt kaum was Wichtigeres. Der will echt nicht mit uns reden, oder? Nö. Nö, nö. Der Wert, der hat Besseres zu tun. Sei ihm vergönnt. Das sei ihm vergönnt. Hier haben wir irgendeinen komischen magischen Turm. Weiße auch, das wird ein Traum, die abzuschnetzeln. Die machen ja doch Schaden ohne Ende. Alter! Jetzt! Oh. Mach was! Einatmen und ausatmen. Und dann mit Gewalt nochmal drauf gehen. Nochmal richtig rein. Hier mit System und mit Gewalt. Eins. Zwei. Nicht umzingeln lassen. Drei. Vier. Na, komm her. Weich. So, fünf.
Und oh. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt dann nochmal an so einer Horde Orks dabei schnetzeln muss, dann werde ich irgendwas einwerfen, irgendwelche Tränke oder sonst was oder irgendwelche Verwandlungsspruch holen, dass ich nicht nochmal mich da durchprügeln muss. Ich habe da gerade überhaupt keinen Bock drauf. Ich werde gerade ein bisschen mehr schaffen, nicht nur rumstehen und rumschnetzeln. Aber natürlich müssen wir da lang. Wir gehen erstmal den anderen Weg und schauen, was es hier so gibt. Gibt es da echt keinen anderen Weg hin? Ja, bitte, genau. Keinen anderen Weg hin. Muss ich gerade nochmal genau angucken. Ist das die Brücke oder ist das die Brücke? Hey, hey, hey. Ich weiß es gerade echt überhaupt nicht. Bin überhaupt nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, den ich hier einschlage. Ich glaube nämlich nicht. Diese Brücke darf heißt nichts Gutes. Da werde ich nicht drüber gehen. Ich glaube, ich bin ja falsch. Ich glaube echt einfach, ich bin hier komplett falsch. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Probieren wir einfach mal was. Ich glaube, ich habe bessere Chancen, entzukommen, wenn ich vom Sumpflager aus losstiefle. Dann werde ich einfach mal ausprobieren, ob meine Erfolgsaussichten denn hierum besser sein. Wir werden sehen. Und wenn nicht, dann muss er mich ja doch durchschnetzeln, worauf ich eigentlich, wie gesagt, überhaupt keine Lust habe. Wir legen uns erstmal hier schön ins Bettchen rein. Haya Bubu machen, das ist ja ganz wichtig. Und jetzt werden wir einen schönen Trank. Ja, du sagst es, mein Freund. Helligkeitstrank. 2 Minuten lang. So. Ja, vor die Hauswand rennen wir, weil wir es voll drauf haben. Wir werden jetzt hier einen Weg entlang gehen, den wir schon öfters mal gegangen sind. Ich hoffe, dass das klappt. Ich bin da noch nicht sehr optimistisch. Irgendeinen anderen Weg muss es doch geben. Es kann doch nicht ernsthaft die Möglichkeit sein, dass mich da an solchen Orkhorden vorbeischlachten muss. Und alles andere ist so Pipifax. Ich meine, wir erinnern uns an von vor ein paar Folgen. Da war ja diese Untoten-Fokusstein-Sache. Und die war ja überhaupt kein Problem. Die war ja auf Anhieb weg. Und das kann doch nicht die Maßnahme sein, dass das jetzt so unverhältnismäßig schwer ist. Das sieht doch gut aus. Vorausgesetzt, es gibt hier irgendeinen Weg über diesen Berg. Das hoffe ich einfach mal. Auf der Karte ist das alles gar kein Problem. Single lassen ist immer eine schlechte Idee. Kannst auch merken für den Alltag. Wenn man gegen riesige Reptilien kämpft oder auch gegen riesige Laufvögel, umzingeln lassen ist nicht das Mittel der Wahl. War da nicht gerade eben nur einer? Nein, gut. Doch, da bist du wohl nur einer. Aber wo? Nein, ist mir jetzt auch egal. Wenn er noch irgendwann da ist oder herkommen. Ist ja nicht so, dass ich Angst vor Varanen hätte, ne? Das sind andere Viecher, die mir zu schaffen machen. Beispiel diese Festklitscherei. Ah Mensch, das sieht doch echt wesentlich besser aus. Wesentlich einfacher vor allem. Hier ist so ein Bluthund, aber es ist ja auch nicht der Akt.
Er hat zwar einen übertrieben hässlich langen Mund, aber mehr hat er auch nicht wirklich zu bieten. Noch einer? Ja Mensch, ging doch wesentlich einfacher. Vorausgesetzt, wir sind jetzt hier, wo ich denke, dass wir sind. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier sind mal jede Menge Blut drin, ne? Ich glaube, in rauen Mengen sind die auch nicht gerade die gemütlichsten Haustiere. So. Hinfort mit dir, Viech. Ich will jetzt hier erstmal gerade die Gegend ein bisschen. Ah, hier, ein bisschen aufräumen. Ich hätte mich heilen sollen. Ich hätte mich einfach heilen sollen. Ich werde es auch erstmal tun. Ich werde bei der Gelegenheit gleich mal auf die Karte gucken. Eieiei, Blut und Blut und Blut und Blut und. So, das muss reichen. Das muss reichen. So. Down. Schön. Die schon? Ja, die habe ich schon. Kannibalismus unter Bluthunden? Auch interessant. So, gucken wir mal, was sagt denn die Karte? Jo. Wir sind da, wo ich hin wollte. Ohne, dass wir uns das halbe Orkgebiet schlagen mussten. Was sehr, sehr angenehm ist. Ich will nur gerade gucken, wo wir hier hinkommen. Oder hingekommen wären. Welche Turmruinen, Ruinen da vorne. Orks da vorne. Türme, die nicht schön aussehen. Hey, hey, hey. Hiermit werden wir sicherlich noch früher oder später zu tun bekommen. Jetzt jedoch werden wir uns erstmal unserer Aufgabe widmen. Das halte ich für sinnvoller. Was ist das hier? Spruchrolle, sah aus wie Feuerball. Eine Amphore, oho, oho. Fackel und was haben wir hier? Schönste Natur. Magische Elixier und ein Orkhammer. Schaden 50. Ah. Haha. Da sehen wir etwas, was sonst sehr, sehr wenig Einfluss hat in dieser in diesem Spiel. Und zwar verschiedene Klassen von Nahkampfwaffen. Und zwar haben wir hier einen Hammer bekommen. Und schau mal an, was da steht. Ein Steingolem. Ich weiß nicht, wie ihr es so habt mit Stein. Habt ihr da schon mal draufgehauen? Vielleicht mit einem Schwert oder mit einer Axt? Ich kann euch versichern, das ist nicht allzu sinnvoll. Da ist ein Hammer wesentlich sinnvoller. Denn der Hammer ist eine stumpfe Waffe. Diese stumpfe Waffe müsste hervorragend geeignet sein, diesen Brückengolem einfach niederzumachen, so wie wir es gerade getan haben. Sehr, sehr schön. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Was abkrabbeln? Nein, sieht nicht so aus. Können wir uns auch wieder zu einem wesentlich mächtigeren Todbringer. Ist der mächtiger? Nein, der ist gar nicht mächtiger. Also längere Reichweite. Ich spiele nicht gerne mit Hammern. Ich spiele hier mit Schwertern. Und hier ist die Ruine. Die Kloster. Ne, die Turmruine. Burgruine. Ich weiß es gerade gar nicht. Hier haben wir eine weitere Ruine, in der sich einer der Fokussteine befinden soll. Und ob wir hier so viel Glück haben. Tja, vielleicht weiß dieser gute Herr da hinten etwas. Vielleicht erkennt er ihn noch. Das ist Lester. Und ist das ein Zufall? Wir haben 4 Fokussteine gesucht. Und 4 unserer guten Freunde getroffen. Wir erinnern uns, in der Schlucht haben wir Diego getroffen. An der Klosterruine hat uns Gorn beiseite gestanden. Gegen die Untoten half uns Milton. Und hier jetzt in dieser Burgruine treffen wir auf Lester aus dem Sumpflager.
Und das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend, dass wir hier in gewisser Weise fündig werden. Und was wir genau hier finden, das, liebe Freunde, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 1. Bis dahin hoffe ich, euch wiederzusehen. Und macht es gut. Auf bald. Euer Exedo.